Yo! Sind wir wieder. Die Aufnahme immer noch die gleiche. 4 Niederlagen in Folge stehen hier. Ob, wie, warum und ob es 5 werden, wir werden es sehen. Oh, der hat gesessen, geil. Ob, wie, warum und hier, also ihr wisst Bescheid. Oh, Loni, fick die Mütter, ja Wahnsinn. Vielleicht kann Ihnen das englische Wetter heute weiterhelfen, mal wieder 3 oder mal überhaupt wieder Punkte einzufahren. Denn ich denke, ganz ehrlich, das Tabellenende ist ziemlich, ziemlich nah. Die rote Laterne würde einerseits zu Ihnen passen, weil Sie Weinrot tragen. Andererseits, weil Sie scheiße spielen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum Sie sie auch bekommen können. Wenn jetzt nicht mal das Ruder rumgerissen wird, wenn nicht mal die Abwehr stabil läuft, ein bisschen Glück auch reinkommt, man muss sagen... Ohne Glück geht da natürlich überhaupt nichts. Und das Loni erstmal. Und wenn wir von Glück sprechen, da geht er gleich mal durch. Und das Loni. Es ist charakteristisch für ihre Spielphase, dass so ein Ball nicht reingeht. Emmerton. Er verliert den Ball wieder. Und weg. Carter setzt nach. Ball geht ab nach vorne. Und Widdowson versteht die Welt nicht mehr, sein Gegenspieler auch nicht. Nur ist Widdowson, der den Ball holt. Alles klar. Widdowson gegen Allen. Tozer kommt ihm zur Hilfe. Wieder geklärt. Und so eine Abwehrleistung muss man heute bringen, wenn man realistisch was reißen will. Carter kurz, Loni. Loni, oh, schickt Mojo. Emmerton. Alter Schwede. Bei den Gegnern von Northampton wäre der schon 5-mal drin gewesen. So bleibt es beim 0-0. Collins. Oh, da ist McDonald. Da ist McDonald. Glück. Glück von Northampton, dass nichts Schlimmeres draus geworden ist. Snetka ab auf die Außenbahn. Ich wollte eigentlich direkt runterspielen, weißt du, so parallel zur Mittellinie, aber ist egal. Spiel kommen. Knüppeleinstellungen von mir werden ja auch überbewertet. Akinfenwa. Oh! Welcome is Akinfenwa. Back in the game. Da ist er, der alte. Das alte Hodenkrebsgeschwür, ey. Na gut, Carter. Das Hodenkrebsgeschwür. Jetzt wollte ich was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße, egal. Auf jeden Fall sollte sich Northampton auch gegen alte Bekannte nicht zu nett zeigen. Und besser mal zeigen, dass sie auch noch Punkte holen können. Erstes Viertel vom Spiel ist rum. Harry hat auch schön gemacht. Loni startet ab nach vorne. Ah, geht aggressiv auf den Keeper, wird mal wieder nicht belohnt. Das war abseits und auch noch grauenhafter Pass. War also doppelt scheiße. Auch wenn Loni überhaupt nie im Leben zum Ball gekommen wäre, aber das ist ja egal. Hauptsache, er hätte mit die Chance gehabt, mit Lichtgeschwindigkeit den Ball zu erreichen. Und dann muss man abseits pfeifen. Merkt er selber. Tosa Widdowson. Das war netter gedacht als ausgeführt. Netter gedacht als ausgeführt. Lee! Snetka wieder da. Northampton schreibt mal wieder die Geschichte dieses Spiels. Nur ob sie auch die Tore reinschreiben, bleibt abzuwarten. Daran glauben sollte man als Fan ehrlich gesagt in diesen Tagen nicht. Also man sollte dran glauben schon, aber nicht drauf hoffen, sagen wir mal so. So böse das klingt, aber es ist eben die Wahrheit. Amankwa. Man könnte auch schnell spielen, aber das wäre langweilig. Weil das macht ja sowieso jeder, voll Mainstream, also lieber mal Hipster sein. Wir haben scheiße gespielt, bevor es cool war. Könnt ihr euch einen Preis von kaufen, Harriet. Ja, Loni kommt nicht durch, Abwehr steht gut. Abwehr steht generell sehr gut in Liga 3 hier. Also zumindest das, was ich bisher gesehen habe. In dieser Liga Einwurf. Hallo, da wird erstmal der Einwurf abgeblockt, wunderbar. Harriet. Flanke rein, Loni. Nein, 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 nein. War außerdem abseits. Da kriegt Loni überhaupt kein Stück vom Kuchen ab. Steht auch noch falsch. Also das
abhaken, weiter geht's. Das war wieder mal. Also man kann es anschauen und man könnte denken, man ist im Zirkus der Bekloppten. Warum auch immer, ja? Warum auch immer? Ist da jetzt Freistoß gibt? Nachfragen wäre auch zu einfach. Snetka und Abwurf. Mojo. Vielleicht nochmal vor der Halbzeit ab geht's, Emmerton. Amankwa, Mojo wird geschickt oder Mojo wird besser nicht geschickt, ehrlich gesagt. Besser gesagt, sorry, das war die Phrase, die ich suchte. Loni, schön, danke. Loni. Wird abgedrängt, Flanke kommt rein, Flanke ist zu kurz. Und das, na Herr Schiedsrichter, ne? In erfahrenen Schiedsrichterkreisen nennt man sowas, sie werden es kaum glauben, Rückpass. Weil das sah sehr danach aus, als wäre da absichtlich zurückgespielt worden. Also den aufzunehmen, nee. Nein, bei aller Liebe. Das hätte einen indirekten Freistoß, das bin ich ganz ehrlich, für Northampton geben müssen. Ja, aber die Engine darf auch mal wieder machen, was sie möchte. Und die aus Gillingham machen auch, was sie möchten, nämlich Bullshit. Northampton kann nur Danke sagen. Und Northampton tut es ihnen gleich. Sollte jetzt nicht passieren. Akinfenwa. Akinfenwa. Eckball. Ein Eckball, der leider ja vermeidbar war. Tosa. Och komm. Amankwa, das ist ja... Können wir ein neues Team kaufen, bitte? Ich werde einen Antrag auf Verkauf stellen von Looney. Mit denen will ich nicht mehr spielen. Ja, durchgeatmet, zweite Halbzeit. Amankwa kann was. Ich fasse es nicht. Sensation oder Possession. Mojo ist durch. Mojo ist durch und das ist Wahnsinn. Carter. Der Ball noch abgefälscht und der geht trotzdem nicht rein. Loni. Übers Tor. Es sind Zeiten des Herzinfarkts für Fans der Spieler in Weinrot, der Sensationsteams vom letzten Jahr, was einen Absturz erlebt, der dem von Hoffenheim gleicht. Die ja damals auch Liga 2 dominiert haben und Liga 1 waren sie irgendwie zeitlang gut und dann. Und Northampton hatte den Unterschied, dass sie nie gut waren. Und zur Winterpause auch nicht Zweiter sein werden, sondern die ganze Zeit scheiße sind. Das war schwach. McDonald! Was? Zum Fick? Moment mal, was? Nein. Es ist nicht das, was ich denke, oder? Meine Abwehrspieler würden alle im Idiotentest durchfallen. Alle. Ausnahmslos. McDonald wird jetzt das tun, was die ganze Zeit schon hätte passieren sollen. Er stößt Northampton ins Unglück. In das Unglück, wo sie eigentlich die ganze Zeit schon drin sind. Sie waren ja nie draußen aus dem Unglück. Die ganzen Chancen, die sie hatten heute. Mit Glück wäre mal einer reingegangen. Ist aber nicht. Merkt er selber. Das war auch wieder wunderbar gedacht. Die Ausführung war nur ein... Naja. Keine schlimmen Wörter. Loni. Abseits. Ich hab's gesehen. Aber warum pfeift er so spät? Scheißnase. Emmerton, Harriet, geht Hackett, Diggen, komm rein. Ich glaube, ich habe mir auf die Lippe gebissen. Beim Nasereiben. Unschön. Ja. Soll aber nicht weiter interessieren. Es sollte interessieren, wie man so einen unglaublich genialen Pass auf Mojo spielen kann. Und der kommt nicht an. Grauenhaft. Kopfball. Mojo. Flanke rein. Loni ist nicht da. Loni. Oh, knapp. Und es wäre auch wieder zu viel Glück gewesen, wenn man daraus mal was gemacht hätte. Wieder zu viel Glück, wenn daraus was geworden wäre. Ich wollte sagen, das Tor der Northampton ist faxed. Das ist, also, na, ist es ja nicht. Die Abwehr ist faxed, der Sturm ist faxed, alles ist faxed. Das Tor
Der Gegner, der Sandner wirkt wie zugemauert. Das wollte ich sagen. Das nimmt ja Ausmaß von Tasmania Berlin an. Die in der ersten und einzigen Bundesliga-Saison krass abgekackt haben. Das war kein Abseits, Mann. Komm schon. Naja. Im Zweifel für den Angeklagten. O'Donovan für Mojo. Loni ist noch drin, danke. 25 Minuten. Wird unser Gold-Loni wieder mal aus dem Nichts, wie er es schon so oft getan hat, ein Tor schießen? Oder wird er überhaupt mal eine Chance haben aus dem Nichts? Muss ja nicht mal aus dem Nichts sein, er muss überhaupt nur mal eine Chance haben. Da ist er, Loni. Das ist schlimm, der Spieler geht immer automatisch zum Ball und ich kann überhaupt nicht sagen, hey, geh bitte nicht zum Ball, sondern geh schon mal vorsorglich zurück. Das kann das Spiel nicht. Ja, FIFA 14, realistische Simulation, aber sowas nicht können. Eckball. Jetzt schon Zeitspiel von Dingens, wie auch immer die heißen, die Ficker. Gillingham, die Spacken, genau. McDonald geht, der Ball kommt rein. Wir spielen jetzt auch mit Ball. Oder Gillingham spielt jetzt auch mit Ball. Sucht euch aus, ist beides scheiße. Der Spruch und die Tatsache. So, O'Donovan. O'Donovan, das war nicht sehr kreativ und auch nicht sehr gut und es war eigentlich überhaupt nichts, was irgendwie ein positives Adjektiv verlangen würde. Weggeschlagen, ein Fehler vom Torwart brauchen wir heute, denke ich, nicht mehr vermuten. Was weiß ich, Collins gegen Lee. Nein. Ach, jetzt komm schon. Wenn die so rangeln, ja, dann kriegen die noch 11 Meter. Aber bei mir geht es natürlich überhaupt nicht. Verstehe es schon. Ach komm, das ist... Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es jetzt noch 11 Meter gegeben hätte. Wenn Amankwa so mit der Hand nach vorne, so die Hand schön nach oben gestreckt, voll in den Ball gegrätscht wäre. Gewundert hätte es mich nicht mehr, was eigentlich ziemlich viel aussagt und ziemlich viel Trauriges aussagt über Northam. Na gut, Loni. Ja, Loni geht mal. Und Loni geht mal nicht mehr. Hat sich da ziemlich schnell umentschieden auch. Muss er selber wissen. Duck. Haha. Ha, witzig. Wahrscheinlich heißt der Deck, ja. Komm, Snetka. Es sind 7 Minuten. Es sind 7 Minuten, wo noch was gehen könnte. Aufbauspiel. Was man vielleicht auch einfach mal über den Haufen werfen sollte. Weil gebracht hat es ja die letzten Spiele nichts. Dann macht lieber irgendwas komplett Verrücktes, was sowieso keiner erwartet. Zum Beispiel diesen Pass. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Jeder, der das hier nicht sieht, er glaubt es nicht. Und ich würde es auch nicht glauben, wenn ich es nicht sehen würde. Northampton geht mit 200 Chancen, 0 Tor. Oh, danke. Fick dich. Mit 200 Chancen, 0 Tor nach Hause. Ihre Gegner gehen mit 0 Chancen und einem Tor nach Hause. Die hatten keine wirkliche... Also, nichts, wo ich mich dran erinnern kann. Vielleicht hat mein Hirn es auch schon verdrängt, was sie geschafft haben. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war heute nichts, wo ich gesagt hätte, wow, das war ja knapp. Das hätte ja ins Auge gehen können, oder was weiß ich. Ich reg mich nicht mehr auf. Nein, ich reg mich nicht mehr auf. Ich werde FIFA einfach nur als die schlechteste Engine überhaupt oder das Spiel mit der schlechtesten Engine überhaupt verachten. Mehr werde ich nicht machen. Ich werde es einfach verachten. Ich werde das LP nicht abbrechen. Ich werde diese Parts nur aufnehmen, um zu zeigen, wie scheiße das Spiel ist. Es steht 2-0. Ball macht den Sack zu. Und Northampton mit der fünften Niederlage in Folge. Und dem dritten Spiel ohne Tor, glaube ich sogar. Und selbst wenn Nichols es noch ändert, das wäre eigentlich traurig. Dass durch so einen unkontrollierten Angriff was gerissen werden kann. Hallo, Eckball! Ich war sicher nicht als letztes am Ball. So. FIFA, geiles Spiel. Leute, schreibt doch bitte das nächste Mal auf die Packung. Also, liebe Leute von EA, schreibt das nächste Mal auf die Packung. Diese Simulation tut nur so, als wäre sie realistisch, ja? Gebt es doch einfach zu. Dann ist doch alles in Ordnung. Wenn ihr sagt, hey, wir tun das, als wäre alles real, sage ich, okay, geil, ne? Dann erwarte ich sowas auch.
zum nächsten Mal.